Entdeckt man an diesem Instrument Blech, ist das nur die Schutzhülle. Der Rest besteht aus viel Holz. In diesem Fall indischer Apfel. Womit wir bei Katrin Auer wären. Das Holz des indischen Apfelbaums hat sie für ihre Zirch selbst gewählt. Wir sagen Zirch. Ich komme aus Südostoberbayern, näher zu Salzburg eigentlich. Dann in Salzburg sagen schon eher die Zuchin. In Bayern wiederum sagt man gerne auch die Quetschen oder einfach nur die Muse, die Zirchmuse. Steirische Harmonika, diatonische Harmonika ist jetzt vielleicht so der Begriff, wie es an der Hochschule, an der Uni gehandhabt wird. Steirische Harmonika, weil in Wien bezeichnete man die Musik, die drauf gespielt wird, als steirisch. Und steirisch war ein Synonym für ländlich. Und das ist die eine Geschichte, die von der ländlichen Katrin und der steirischen Harmonika. Es ist immer ein Instrument rumgestanden. Und so haben wir alle, glaube ich, unsere ersten Berührungen mit der Musik oder mit einem Instrument im Elternhaus gehabt. Es war schon so, dass man immer die Wahl gehabt hat, was man machen möchte. Und ich glaube, es war bei uns auch alles so. Wir haben erst einmal tatsächlich die Zirch in der Hand gehabt. Und später dann auch den Kontrabass. Die Familie Auer ist damals bekannt in Volksmusikkreisen. Sie treten viel auf und der Vater ist Dozent für die steirische Harmonika. Aber wenn es dann so aufs Abitur zugegangen ist, was macht man eigentlich? Dass man eigentlich noch nie irgendeinen anderen Beruf kennengelernt hat, als einen Beruf, der mit der Musik zu tun hat. Man stellt sich dann schon die Frage, gibt es vielleicht noch was anderes? In der Zeit war bei ihr wahrscheinlich eben die andere Geschichte gerade Thema, also Tourismusausbildung und dann später BWL-Studium. Die andere Geschichte, das ist die von Katrin ohne steirische Harmonika, überhaupt ohne Musik. Sie muss mal raus, ab in die Schweiz, jobben im Restaurant, dann Tourismusschule in Salzburg. Die bricht sie ab und studiert BWL. Ein Semester sogar in Texas. Sie fühlt sich gut dabei, ihre Eltern eher weniger. Und dann macht man auch noch Praktika und auf einmal hat man so Business-Kostüme an, wo für die Eltern vielleicht auch erst einmal so ist, okay, das ist jetzt mein Mädel, mein Kattel, wie sie mal gesagt haben, das ist schon klar. Oder war mir schon klar, dass die vielleicht erst einmal so denken, was ist jetzt los, wo geht's jetzt hin? Diese Fragen kann sie sich selbst nach dem BWL-Studium nicht beantworten. Dann habe ich den Studiengang entdeckt, Kultur- und Musikmanagement hier in München. Und irgendwie habe ich sofort gewusst, das ist jetzt die Antwort auf alle meine Fragen. Also zieht sie nach München, wird aber nicht genommen und fällt in ein tiefes Loch. Ist dann eigentlich mal ein sehr guter Freund zu mir gesagt hat, hey, Kattel, ich glaube, das ist letztendlich nur, dass du von irgendwas davor laufst oder davor rennst. Und dann haben wir gedacht, ich glaube, eigentlich hat er voll recht. In München trifft sie einen alten Bekannten, Alexander Maurer. Sie will es noch mal wissen und bewirbt sich fürs Studium der steirischen Harmonika. Die Katrin, die sehr breit aufgestellt ist und die einen anderen Input hat und deswegen eine andere Perspektive. Und das ist nicht nur für sie gut, das ist auch für mich gut und für meine ganze Klasse. Da muss man sich das aber immer wieder vorsagen. Du hast das gewusst, dass du einfach Jahre dazwischen das nicht gespielt hast und dass es nicht leicht wird. Drum war ich eigentlich gleich mal sehr begeistert von der Katrin und habe gesagt, ja, schauen wir, dass wir uns gemeinsam darauf vorbereiten und dass die Katrin dann eben diese Aufnahmeprüfung packt. Die Herausforderung beim Zierspielen ist, dass man die Tasten ordentlich trennt, dass man aber so schnell ist, dass trotzdem ein Legato eine Linie drüber ist. Das ist die Herausforderung, ist nicht? Schließlich wird sie genommen. Jetzt ist da, jetzt auf das, was ich so lange gewartet habe. Und das wird eine ganz brandneue Geschichte. Die von der Katrin in der großen Stadt mit der steirischen Harmonika. Als ich jetzt im Musikstudium angefangen habe, dass sie meine Eltern dachten, mal endlich macht's was Gescheites. Ja. Zirch ist auch so ein Instrument, wo jeder sagt, hey, spiel mir ein. Es ist so ein lebendiges Instrument. Ich habe mich für die Zirch entschieden, weil es für mich das menschlichste Instrument ist. Ich gehe wirklich fast jeden Tag ins Bett und ich denke mir, boah, ich bin so dankbar dafür, dass das so gekommen ist, dass das alles hingehauen hat und dass ich das machen darf.